Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Einmal schlafen legen, bitte. Ein neuer Tag ist angebrochen. Schneit es schon? Ich weiß es nicht, aber es sollte noch nicht schneien. Ist auf jeden Fall Herbst. So, wir essen hier mal einen Fisch. Njam, njam, njam. Super. Und dann trinken wir hier hinten mal was. Gluck, gluck, gluck. Njam, njam, njam. Kann ich dich mitnehmen? Ja. Meine Güte, ich habe kaum Seil bei mir gehabt. Was ist, Kelvin? Du guckst so. Du weißt, was ich jetzt vorhabe, oder? Du weißt es. Willst du mir dabei helfen? Wir schauen mal. Ah, bam, bam. Ich hatte es ja in der letzten Folge einschneiden können, aber ich muss es einfach wissen. Ist es möglich, mehr Gegner anzulocken, wenn ich noch zwei von den Dingern habe? Huch, was ist mit dir los? Steckst du dich hier hinter der Ecke? Bisschen gruselig. Ein bisschen gruselig. Nee, es war die davor. Muss ich mal schauen. Klappt das so, wenn ich die... Sehen die gut aus, so nebeneinander? Leicht versetzt, aber ist egal. Kelvin, wo bist du? Kelvin, komm her. Kelvin, komm her. Im Auftrag für dich. Baue Feuer, Unterschubstrukturen reparieren, Feuer. Nein, bleibe ich hier, mach Pause, bis er die. Folge mir. Vielleicht musst du näher dran stehen, ich weiß es nicht. Ich dachte, du kannst Dinge zu Ende bauen. War das nicht deine Aufgabe? Und du sitzt da einfach mal drin, ich werde bekloppt. Ja, siehst du die? Baue. So, ist er nur reparieren? Erhalten, bleibe hier, mach Pause, beseitige, Kleidung nehmen, folge mir. Es ist Unterschlupf, Strukturen reparieren. Es gibt nur Strukturen reparieren. Ich dachte, du kannst ja auch Bauprojekte zu Ende machen. Ja, bau das zu Ende. Oder kannst du das nicht, weil du dafür große Steine brauchst und nicht weißt, wie du an sie rankommst? Hm, naja, egal. Wurscht, da hau ich glatt meinen zweiten Schlitten um. Was ist los, Virginia? Da, da. Jetzt steht er da oben drauf. Das ist nicht dein Platz. Den hast du nicht angefertigt. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Reicht das noch? Nein, natürlich nicht. Was soll das anders sein? Es ist einer zu wenig. Zwei sogar zu wenig. Egal. Holen wir halt noch mehr von denen. Wir haben es ja. Also fast direkt vor der Haustür haben wir es. Such mal hier unten lang. Tada! Kabutsch! Bam, bam, bam! Wir müssten auch ein paar Gegner noch töten. Ich habe nicht mehr so viele Schädel. Da ist Baby. Nimm das! So, hat keiner gesehen. Da, 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 da. Über einzeln kommen, verstehe ich nicht. Wir waren hier immer in der Masse unterwegs. Steine. Wir brauchen Steine. Vor mir gibt es Steine. Gibt es hier auch noch Kannibalen oder so? Ein paar Knochen und Schädel?
So. Hey, hopps, das ist da. Wupp, 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 wupp. Wupp. Mehr mit dir. Du auch und du auch. Und du sowieso. Oh, der eine hat es nicht geschafft. Wie viele fehlen noch? 7 Stück. Kriegen wir hin. Da, 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 da. Freiwurf. Einer hat es noch geschafft. Keine Wilden, schade. Und Virginia. So, bin schon fertig, Kleines. Kommst zu spät. Na? Willst du aufspringen? Komm, spring auf, Kleines. Ich fahr dich nach Hause. Dann halt nicht. ...22 Schädel. Jottet Wille. Will ich an die ganzen Schädel rankommen? Meine ich... Oh, da ist so ein Baby. Ein Lebnis wohlgemerkt. Erwischt. Hättest du mal abknallen können auf dem Weg hierher. War bestimmt schon da. Bam, bam, ba, da, 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 da. Hier einmal durchgejuchtelt. Rumpf, rumpf. Ist hier irgendeiner mal? Oh, Schädel. Was ist das da oben? Was ist das da? Ist das eine tote Schildkröte? What the? Hexenwerk. Absolutes Hexenwerk. Das auf der Kirche. Was soll das? Mann, die ist hin. Die lebt nicht oder so. Ist einfach hin. Good to know. Wirklich. Ist einfach eine tote Schildkröte auf meinem Dach. Und keinen interessiert es irgendwie außer mir. Dum, dum, da, 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 dum, dum, dum. Da rumeiert. Noch mal ein paar. Immer schön, schön. Nein. Das war einer zu viel. Was soll's? Die klären wir gleich. Uff. Wo ist er hin? Da. Boing. Einer noch. Hopp. So, jetzt muss ich meine Schädellager plündern. Aber 22 habe ich never ever. Klar, ruh dich hier drin aus. Hast schon so viel gemacht, Junge. Man musste dich auch mal ausruhen. Ich habe einen Plan. Ich aktiviere einfach diese zwei. Und locke Viecher an. Die verbrenne ich dann, hol mir denen ihre Schädel. Dann aktivieren wir alle vier. Ich würde es einfach so machen. Leg das hier mal ab. Ja,
Ja, meine Bank ist ziemlich voll. Virginia, ich würde dir davon abraten, jetzt da rumzulaufen. Ich sag's, wie es ist. Aktiviere die jetzt. Jetzt eiert die da hinten rum. Die ist verloren, Kelvin. Verstehst du das? Die ist verloren. Da. Wie viele? 18 Stück habe ich noch. Ja, jetzt ballert sie da. Ja, weil die Frau unschlau ist. Er muss immer geholfen werden. Ja, gut, ich geh mal in Nahkampf. Habe lange nicht mehr im Nahkampf gearbeitet. Ui, das war knapp, Junge. Richtig knapp. Und schon der nächste, sagst du? Das sind doch Babys. Aber ihr, die zu meiner Basis kommen. Hau sie mal weg. Jetzt kommen wir, Virginia. Lass nach Hause gehen. Ich weiß nicht, was du hier draußen suchst. Komm. Komm. Hier rein. Rein, junge Frau. Jetzt aber hier. ZZ, ziemlich zügig. Ich lass dir gleich mal ein Tor auf den Po schlagen, wenn du nicht schneller reingehst. Ist mit dir los? Jetzt wandert die wieder raus. Hey, du widersprichst mir nicht und du handelst nicht gegen mein Handeln. Was ist falsch mit dir, Lady? Ja, klar, da kommt Holly. Viel Spaß mit Holly. Ich warte hier. Bin ich so doof und gehe da hin, wo das Riesenvieh ist. Die wandert direkt drauf zu. Ach. Plötzlich wissen wir, wie Rückzug geht. Oh! Du hast doch was abgekriegt, Dicker. Ja, dafür habe ich die Falle dort angebracht. Damit Typen wie du rein stapazieren. Klick, klick. Hey, du hast da zwei Beere von mir. Hätte ich gerne wieder. Danke. Boah, der ist so dick. Ich komme nicht an ihm vorbei. Er blockiert den Eingang. Wo ist Virginia? Ach, die wandert dort rum. Das sind jetzt aber nicht die Gegner, die ich brauche. Ich brauche menschliche Gegner. Menschenähnliche Gegner oder so, die ich abfackeln kann. Wenn du jetzt auch noch rausgehst, Junge, da gibt es aber Ärger. Nur zu. Virginia macht ja eh ihr Ding. Die ist gerade ein bisschen aufmüpfig. Gegner, ich brauche Schädel. Weißt du was? Buddel ich halt nach Schädeln, ist mir doch egal. Eine Verteidigung wird die schon aufhalten. Ist mir vollkommen egal, dann grabe ich hier ein paar Schädel aus. Kann es auch so machen. Ach, da kommen sie. Ja, Mademoiselle, wollen wir jetzt mal reingehen? Nee, jetzt traut die sich nicht an dem Typen vorbei. Versteh einer diese Frau. So, der wird verbrannt. Die lacht sich einen ab. Oder komm mal her. Genau auf mich zu. Bitte genau auf mich zu. Was sie abgelenkt. Ja, jetzt brennt sie. Für wen, ne? Merkst du? Weil die ausgelöst.
Knusprige Bräune. Wer ist hier Hautarzt? Mach mal aus. Stört. Da, da. Knusprig. Es gibt Mensch, Virginia, es gibt Mensch. Guck mal, wie schlank die geworden ist. Ja, das ist ja die geniale Diät. Innerhalb von Sekunden ist man da. Oh. So, die Knochen kann ich hier ablegen. Sehr schön. Echt immer noch nicht. Eier, wir haben einen angelockt. Aber auch mit Wirbeln. Oh, du hast nur die Hand verloren. So. Da hinten ist einer. Wenn du hier hinkommst, genau, komm auf mich zu. Spar ich mir das Abfackeln. Oh, wie er mich mit seinem Blick straft. Ach ja, ich fühle mich ja so schuldig. Wirklich. Absolut schuldig. Das ist ganz schön lange. Oh, wer hat den denn da hingelegt? Oh! Ups. Stehst aber auch im Weg. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte den abfackeln. Ja, irgendwie tut's mir leid. Oh! Wer hat denn den langen Larry da eingeladen? Komm mal hier hin. Oh, jetzt kommen sie alle. Geh mal schnell hinter die Verteidigung. Zwei Hollies! Ist doch ein bisschen sehr fies. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist wirklich zu viel des Guten. Vor allem, wo ist der zweite hin? Ist der über die Mauer? Uiuiui. Och, Creepy Virginia ist auch dabei. Der springt einfach drüber. Ich krieg die Krise, der ist drinne, weil er einfach drüber gesprungen ist. Komm her. Ja, ja, ja. Ist ja gut im Nahkampf. Ich hole gleich die Shotgun, wenn du nicht aufhörst. Oder die Speere. Die helfen scheinbar auch. Oh, der ist hin. Wie sieht's mit den anderen aus? Alle tot? Ja, sieht so aus. Ganz schön viel Fleisch, was hier rumliegt. Aber das ist alles nicht das gute Fleisch. Weil euch kann ich nicht verbrennen. Also, ich kann euch irgendwie anzünden und so. Oh. Zwei Creepy Virginias. Aktivier mal diese Falle wieder, weil du da reinlaufen wirst. Habe ich es nicht gesagt? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Kein Grund, gleich sauer zu werden. So. Gehen wir jetzt mal alle hin. Wie lange geht das Ding noch? In der dritten Phase. Oh. Helf dir mal auf, Junge. Die sammelt hier fleißig Dinge. Bären. Wir werden attackiert und die sammelt Bären. Du solltest deine Ziele neu stecken, Kleines. Ja, kann ich dir den Auftrag geben, mal ein bisschen hier
Basis erhalten. Stehst da? Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Nicht viel, aber... Ich muss doch mal die Dicken hier halten, Herz. Hopp. Da ist sie. Die halten wir auch mal. Kommt bloß keine Schädel bei rum. Auch Schädel, Leute. Nicht 10 weitere. Ausgelöst. Da hat's, wie es scheint, eine meiner Spikes zerlegt. Meine, die wurde auch ausgelöst. Die hier auch. Ich sehe keine Leichen. Muss wohl einer von den Großen gewesen sein. Okay, bam bam. Oh toll. Der andere ist verschwunden. Einmal drüber bitte. Jetzt müssen wir erstmal Draht ersetzen. Ja. Sehr schön. Bam, bam, bam. Hier sieht noch alles vernünftig aus. Oh, komm schon, beim Drehen ins Inventar gehen. Da, da. Das ist ja... Das ist frech. Nee, warte. Ich möchte, dass dir das verbindet. Puff, puff, puff. Ist, hatte ich nicht die Axt auf irgendeiner Position? Nein, natürlich nicht. Das ist sehr merkwürdig. Warum kann ich das nicht anvisieren? Ja, jetzt mach's einfach. Jetzt mach's doch einfach. Echt. Wenn ich den Schwung noch... Ich kann auch den Draht einfach die ganze Zeit, bis er weg ist. So. Das ist auch kein Problem. Au. Wer hat mir einen Po gepiekst? Wer hat mir einen Po gepiekst? Hm. Also es war jetzt nicht so effizient, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mit weitaus mehr Kannibalen gerechnet. Und jetzt kamen hier die ganzen Mutanten. So komme ich nicht auf meine Schädel. Uff. Soll das gehen, wenn ihr nicht wollt, wie ich will? Ich meine, es gibt noch eine Möglichkeit. Ich weiß noch, wo ich Schädel finde. Aber das ist Risiko so groß. 10 Köpfe noch. Wenn jetzt mal alle drinne wären, wo ist Virginia schon wieder? Virginia eiert irgendwo rum. Ich guck jetzt mal hier oben. Sicher, dass ich hier nicht mal eben Schädel ausgraben kann? Ja, jetzt kommen die Knochen. Als ich damals gezeigt habe, da kam kein Knochen, ne? Jetzt kommen sie. Hör auf damit. Money braucht keiner. Wo sind die Schädel? Ja,
Money, Money. Ich will kein Money, ich will Schädel. Ich kriege ja nur noch Geld. Und Knochen. Geld und Knochen. Damit ist die Hölle. Wofür ist leer? Na, wer kennt das noch? Schau mal hier, ob ich hier irgendjemanden antreffe. Will das in einer Folge schön durchziehen. Aber nichts da. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Alles ist gegen mich. Gut. Wir gehen zu denen hier im Camp. Da werden ein paar von den Behältern sein. Ah, es sei denn, diese zwei Totems haben auch Schädel. Nur Stickies. Nichts gut. Kann ich eure Schädel haben? Nein. Darf ja wohl noch fragen dürfen. Kann leider immer nur drei tragen. Das ist das Problem. Ja, dann atmen wir mal durch. Bam, bam, bam. Oh, da ist so einer. Kann ich doch verbrennen, oder? So, warte. Du gibst doch einen Schädel. Komm auf dem Rückweg vorbei. Nee, halt, hier war ja das Camp. Stimmt ja. So, Behälter knacken. Geil, Schädel. Oh, oh. Ich habe schon wieder drei. Kabum. Muss schnell gehen, deswegen. Keine Zeit. Da ist einer direkt in meiner Basis drin. Wollte mich veralbern. Wie ist die hier reingekommen? So. Weg mit dir. Ist noch einer draußen zufälligerweise rum? Brennen wir schneller. Schneller, schneller. Los, wir haben keine Zeit. Lustbot noch. Sehr schön. Denn. Rennen wie der Wind. Ich meine, die letzte Welle war ja eigentlich ziemlich groß. Wenn man das mal so nimmt, ne? Ich meine, zwei Harleys waren dabei. So, Junge, aber du musst jetzt flitzen. Bringt das hier. So ein bisschen Energie. Ding an den Bäumen. Konnte man die zerschlagen für Schädel? Weiß ich gar nicht. Dann, dann, dann. Ich hoffe, der Eis nicht despawnt, den ich da getötet habe. Lager doch irgendwo.
Dein Schädel, Junge. Weg damit, wo ist dein Schädel? Hä? Da liegen Steine rum, aber ein Schädel. Und Hohlkopf. Schöne Wurst. Betrüger war das. Wir müssen jetzt hier überall mehrere Schädel drin sein. Müssen reingeholt werden. Natürlich ist in dem Moment dann nichts mehr drin. Kriegt die Krise. Ah, da. Zwei Köpfe zumindest. Du hast einen Schädel. Boah, sowas von. Kabusa? Dann, 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 dann. Gleich geschafft. Drei Schädel noch. Typ einfach despawned ist, ey. Und bis sein Kopf einfach weg war. Komm nicht drauf klar. Muss es testen? Nee. Klappt nicht. Schade. Ich meine, ich hätte noch einen Kopf im Inventar, wenn ich mich irre. Den könnte ich doch ins Feuer werfen. Ja auch einen Schädel rauskriegen. Noch nie so schwer an Schädel ranzukommen. Ja, puste mal durch, Junge. Alles gut. Nur Knochen. Schön, dass du wieder da warst. War das hier lodert ein Feuer? Hier müsste doch einer sein. Feuer heißt doch eigentlich, hier ist einer. Alles nur, weil der Sack hier keinen Kopf hatte. Weil er ist runtergerollt, aber ich sehe ihn auch nicht. Wenn er im Fluss drin ist, ist er eh verloren. Mist, ey. Elender Mist. Ich beam mich nach Hause. Und. Bam. Wir versuchen es nochmal mit der Schippe. Wir noch zwei ausgraben können vielleicht. Das wär's. Melvin hockt dort ganz verloren. Weiß nicht, was Phase ist. Die ganze Zeit labert der andere nur von Schädeln. Komm, weiter graben. Ja, da ist ein Schädel. Geil. Da sind noch Münzen. Bam. Bam. Komm schon. Ein Schädel. Soll doch nicht so schwer sein. So viele Münzen wie hier liegen, müssen doch die ganzen Leichen daneben liegen. Wer verliert hier nur Münzen? Ich habe auch nie wieder eine Uhr ausgegraben. Das
ist mir auch mal aufgefallen. Auch nie wieder vorgekommen. Oh, ist das grausam. Wenn du einen bestimmten Gegenstand brauchst und diesen Gegenstand bekommst du dann nicht. Aus Prinzip. So sind alle Spiele aufgebaut. Und wenn du nicht mehr brauchst, dann wirst du damit zugeschüttet. Ach, eine Uhr. Muss jetzt noch fertig sein. Das will ich wenigstens noch fertig kriegen. Hör mir auf mit den Münzen. Keiner will hier Münzen haben. Und buddelt richtig. Nicht nur so antäuschen, richtig buddeln. Furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Jetzt findet ihr hier nichts mehr. Spiel, das ist nicht toll. Ey, weißt du was? Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Entzünde es. Wo ist der Kopf? Habt ihr hier einen Kopf dabei, oder? Ja. Alter, verrotteter Kopf. Kann ich den werfen? Fallen lassen. Hä? Wo ist er hin? Wo ist jetzt der Kopf hin? Ach, Spiel. Wirklich? Wirklich das spielen wir jetzt? Der ist auf magische Art und Weise verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Konserve. Will kein Mensch. Also nicht in dieser Situation. Ich lasse dich hier die ganze Nacht durchbuddeln. Ist mir egal. Könnte in diese Höhle reingehen. Das ist der gefährliche Ort, von dem ich vorhin gesprochen habe. Weil ich weiß, dort irgendwo auf Mittelebene lagen ein paar Köpfe rum. Aber da müsste ich erst an diesen ganzen Mutanten vorbei. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Ging einfach davon aus, das Spiel ist gerecht. Das wird mir schon irgendwie hier einen Kopf geben. Ein Schädel. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Weil es mir den erhobenen Mittelfinger zeigt, mich auslacht und sagt, den bekommst du nicht. Oh nein. Aber Spiel. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Dann opfere ich halt Kelvin. Nehme ihn, schlage ihm den Kopf ab und verbrenne seine Leiche. Wie viele Uhren ich jetzt finde. Du krebst weiter, Junge. Du krebst die ganze Nacht weiter. Und wenn hier Morgenstunde ist, irgendwo wird hier ein Schädel sein. Was hast du gesagt? Du hast einen Kopf gefunden, wo? Bringt mir tote Kaninchen, aber keine Schädel. Da. Heb ihn auf. Lass gut sein, Junge. Okay, es ist jetzt einfach zu dunkel, als das Ding noch effektiv nutzen zu können. Also, wir würden nicht sehen, ob es mehr Gegner sind. Deswegen würde ich es doch auf die nächste Folge verschieben. Einfach, weil... Naja, wir werden sie nicht sehen. Deswegen macht ja keinen Sinn. Ich möchte das ja effizient vorführen, ob es klappt oder nicht. Jetzt hier überall kleine Kieselsteinsymbole, weil ich die alle ausgegraben habe. Och. Hier lag doch noch
andere Zeug rum. Naja. Uhr hatte ich auch schon. Und die Konserve da. Weil dann könnte ich nämlich eine Konserve essen. Dünn, dünn. Wenn du eine Dose öffnest, ich bitte dich. Essen. Was aus dem Kopf geworden ist, werden wir nie erfahren. Okay, es ist jetzt wie gesagt einfach zu spät, als dass sich das noch lohnen würde. Das machen wir in der nächsten Folge. Da können wir es noch überprüfen und ich werde mächtig deftig enttäuscht sein, wenn sich rausstellt, dass da nichts ist. Also, das... liegt das weg? Es nichts gebracht hat. Obwohl, wie gesagt, bei der Welle, wir haben es gesehen, es waren zwei Honeys dabei, auf einmal. Und da kam eigentlich eine nicht gerade geringe Masse an Mutanten. Also es könnte schon Einfluss gehabt haben. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Ne? Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.